Bruchgleichung von leicht bis schwer. Schwer, würdet ihr sehen, ist es gar nicht. Wir hatten ja gesagt, was passiert, wenn das x ganz blöd steht. Also wenn es zum Beispiel unter einer Wurzel oder wie hier jetzt als Bruch unter einem Bruchstrich steht. Ich nehme mal eine ganz einfache Variante. 4 durch x plus 1 ist 14 oder irgend sowas. Dann hatten wir ja gesagt, das Wichtigste ist, dass das x da, wo es so stört, dass wir erstmal was dagegen tun. Aber hier in diesem Fall sieht man, ich kann mir die ganze Sache schon mal vereinfachen. Ich sage einfach, Gegenteil von plus 1 ist minus 1. Wer das nicht mehr so richtig weiß, wie das geht, dann bitte nachgucken unter der Suchfunktion, wie löst man Gleichungen. Also schon mal erstmal das Wichtigste. Ne? Also wir sagten ja, Klammerpunkt Strich, Klaps, aber rückwärts. Also zuerst die Klammerrechnung, dann die Punktrechnung, dann die Strichrechnung. Beim Gleichungenlösen machen wir eigentlich alles rückwärts. Also wir fangen mit der Strichrechnung an. Das Leichteste, was hier zu machen ist, also minus 1. Dann sieht das so aus. Dann steht immer noch 4 durch x ist gleich hier minus 1 plus 1 hat sich aufgehoben. 14 minus 1 ist 13. Jetzt kommen wir noch nicht weiter. Jetzt sagen wir, okay, jetzt kümmern wir uns um dieses widerliche, diesen widerlichen Umstand und wir sagen, wir nehmen den ganzen Kram mal x. Warum? Das sieht dann so aus, wenn ich hier 4 durch x stehen hatte und ich nehme mal x und hier auf beiden Seiten natürlich mal x, dann passiert Folgendes. Hier kann ich das x herauskürzen und hier steht also eine 4 und hier steht 13x. Und jetzt sage ich, das Gegenteil von mal 13 ist durch 13, also ganz wie üblich die Tippeltappeltour. Und dann kriege ich raus 4 13. Keine Kommazahl draus machen, vielleicht müssen wir ja mit diesem Ergebnis nochmal weiterarbeiten. Das ist die eine Variante. Mal gleich daneben die zweite Variante. Nehmen wir mal an, es steht noch mehr. Also es sieht so aus, ich habe hier, ich lasse mir irgendwas einfallen, 5 durch x plus 1 soll 12 durch x sein. Was passiert jetzt? Jetzt sage ich, naja, auf beiden Seiten habe ich, 12 durch 3 ist Quatsch, ich sagte 12 durch x wollte ich haben. Das sieht ja natürlich viel besser aus, also viel schärfer. Ist aber nicht schlimm. Jetzt könnte man sagen, naja, das Leichteste ist in diesem Fall, dass ich sage, ich nehme jetzt wirklich alles mal x. Warum, werden wir gleich sehen. Wenn ich sage mal x, jetzt ausführlich, hier stand noch 5 durch x plus 1 ist gleich 12 durch x und ich mache das jetzt mal mit blau weiter, damit man sieht, was passiert. Also ich nehme das mal x und das mal x. Das ist das, was ich mir hier vorgenommen hatte. Ja, dann bin ich wieder in einer beneidenswerten Lage. Ich kann sagen, hier kürzen sich die x heraus. Es bleibt eine 1 stehen. X durch x ist 1, x durch x ist 1. Hier gibt es nichts zu kürzen. Aber hier kann ich mir diese 1 auch sparen. Dann bleibt das x hier stehen. Und hier kürzt sich auf der anderen Seite das x auch wieder heraus. Und jetzt schreibe ich den Kram mal sauber ab. Dann steht hier 5 mal 1 durch 1 ist 5. Das bleibt so. Hier steht ein x und hier steht eine 12. Ja, mit der Gleichung kann man ganz locker umgehen. Minus 5, dann ist x gleich 7. Das bis dahin. Gut, jetzt könnte es sein. Jetzt habe ich mir eine andere Gleichung einfallen lassen, aber dazu sollten wir mal vielleicht nochmal einen Rückblick machen. Also, nächste Variante. Nehmen wir an, das hatte ich mir so einfallen lassen. 4 geteilt durch 5x steht da. Soll sein wie... Pardon. Nee, ich mache es doch noch anders. Ich nehme das nochmal weg hier. Ich mache mal noch einen Schritt leichter voran. Nehmen wir mal an, eine Gleichung heißt... 1 geteilt durch 2 minus x. 1, 2, 3, da mache ich einfach mal eine 3 weiter. Das ist genauso wie 3 durch x plus 4. Was tun? Ja, jetzt müssen wir uns daran erinnern, wieder, das x steht zwar unter dem Bruchstrich und man könnte einfach sagen, ich nehme alles mal x, aber dadurch löst sich die Sache nicht. Besser ist, ich denke mir, und das ist auch mathematisch durchaus korrekt, hier unten steht ein kompletter Miniterm jeweils und wenn ich alles nur mal x nehme, kann ich nicht einfach kürzen. Summen kürzen nur die Dummen. Ne? Hier ist deutlich eine Summe, hier ist eine Differenz. Also, was mache ich? Ich sage, okay, ich nehme einfach alles mal 2 minus x. Und ich nehme gleichzeitig mal alles mal x plus 4. Was wird dann passieren?
Ich schreibe erst nochmal schnell ab, das macht man ja immer so. Hier unten stand 2 minus x, hier drüben stand das, x plus 4. So, und jetzt mache ich in blau mal weiter, was da passiert ist. Also das hier, das, das mache ich jetzt auf beiden Seiten. Mal die 1 ein bisschen rüber. Die 1 stand ja noch hier. So, und jetzt steht dann hier mal und jetzt 2 minus x mal x plus 4. Das steht alles auf einem gemeinsamen Bruchstrich. Und hier drüben habe ich jetzt ein bisschen Platz, jetzt kann ich den Bruchstrich vollführen. 2 minus x in Klammern mal x plus 4 in Klammern. Also immer den kompletten Term schnappen. So, warum habe ich das nicht vorher ausmultipliziert? Ich könnte es ausmultiplizieren, das ginge auch. Dann hätte ich hier aber einen riesen Trumm, also, und ich müsste jetzt hier erst das Glied der ersten Klammer mit dem ersten Glied der zweiten Klammer multiplizieren. Also es sähe dann so aus zum Beispiel. 2 mal x, also es ergäbe hier 2x jetzt hiermit, das ergäbe plus 4x, das ergäbe minus x Quadrat, das ergäbe minus 4x und zusammengefasst wäre das dann also minus x Quadrat, die 4x und die 4x, die heben sich auf, plus 2x. Warum soll ich das machen? Tja, so, werden wir gleich sehen. Hier habe ich doch einen wunderbaren Vorteil. Ich habe ja hier mit den gedachten Klammern einen kompletten Term, durch den ich kürzen kann. Durch diesen Klammerausdruck ergibt eine 1 und der steht hier oben auch. Also kürze ich das raus. Und hier ist es damit so, das wäre hier kaum zu erkennen. Ne? Also, wenn ich sage, okay, diesen Term kürze ich hier heraus, dann ergibt sich sauber abgeschrieben folgendes. 1 mal x plus 4, jetzt kann ich die Klammer mal weglassen. Ne? 1 mal das bleibt das und jetzt brauche ich auch keine Klammer, weil nichts damit zu tun ist. Und hier muss ich mal ausmultiplizieren, dass es 3 mal 2 ist 6 und 3 mal minus x ist minus 3x. Ja, mit so einer Gleichung kann man dann ganz leicht umgehen. Also das hier ist nicht gut, nicht günstig. Das hier ist besser. So, weiter geht's im Text. Jetzt machen wir so weiter. Jetzt sagen wir, wo sind mehr x? Achtung, das sieht aus, als wenn hier mehrere wären. Es sind aber negative x, also Schulden x. Also sage ich, ich lasse die mehreren x da, wo sie sind. Nämlich auf dieser Seite sind mehr x. Also Gegenteil von minus 3x ist plus 3x. X plus 3x ist 4x, plus 4 stand noch da, ist gleich 6. Und jetzt stört mich die 4 hier. Dann sage ich, okay, minus 4 ist das Gegenteil von plus 4. Dann steht hier 4x ist gleich 6 minus 4 ist 2. Ich teile noch durch 4 und x ist 1/2. Da könnte ich jetzt die Probe machen und würde sagen, jawohl, habe ich richtig gelöst. Lasse ich jetzt mal weg. Ich mache das Video an der Stelle auch erstmal dicht. Und kommen dann auf etwas schwierigere Varianten und dann werden wir sehen, wie das aussieht. Gibt es noch Fragen? Mal Pause. Alles so klappen und wer das zu Hause nachmachen will, dem empfehle ich immer, drückt die Pause-Taste und schaut dann, wie sich das entwickelt. Praktisch nach jedem Schritt selber zu Hause die Pause-Taste drücken und dann gucken, habe ich das richtig gemacht, habe ich das Gleiche raus oder hat der Köhler vielleicht was Falsches gemacht, was auch immer. Dann kann man das, man muss es selber hinschreiben, nicht angucken, angucken hilft nicht. Gut, ich mache das Video hier dicht.